Man sagt, die Liebe verändert alles. Noch vor ein paar Wochen war ich ein anderer. Die Liebe hat mir den Weg gezeigt. Also, dass eine Hochzeit so aufwendig ist, hätte ich nicht gedacht. Wir sollten in den Flieger steigen und in Las Vegas heiraten. Ohne Gäste. Nur wir zwei. Das können wir Vater nicht antun. Und außerdem ist es viel zu unromantisch. Aber dafür hätten wir viel weniger Stress. Jetzt beschwer dich mal nicht. Das meiste bleibt doch sowieso an mir hängen. Und außerdem könntest du dir ruhig mal ein paar Tage freinehmen. Das geht im Moment nicht. Die Erfindung, das Patentierungsverfahren. Das ist doch nicht nur deine Erfindung. Nur seitdem du für Vater arbeitest, sehen wir uns kaum noch. Naja, du sitzt ja auch jeden Tag bis nachts über deinen Studien. Meine Forschung ist auch wichtig. Du, wenn das neue Mittel auf den Markt kommt, dann können vielleicht Tausenden von Krebspatienten endlich geholfen werden. Aber eins ist klar. Nach der Hochzeit nehmen wir uns eine Auszeit. Na, mindestens 3 Monate. Ach was? Ein halbes Jahr? Hallo? Niemand da? Anna, Alexander, wo seid ihr? Wir haben gerade, wir wollten... Ist Alexander auch da? Ja, ich bin da. Ich habe Nachrichten aus Singapur. Dein Projekt ist zur Teilnahme an der Ausschreibung zugelassen. Komm. Meine Firma ist die einzige weltweit, die ein Konzept entwickelt hat, Biotreibstoff aus Reis kostengünstig herzustellen. Ich weiß. Wir werden die Ausschreibung gewinnen. Du musst nach Singapur. Aber... Aber? Philipp ist doch vor Ort. Philipp. Der hat sicher gute Kontakte. Philipp ist eigentlich nur in Singapur, damit er hier keinen größeren Schaden anrichtet. Er ist zu sprunghaft. Ein Spieler. Jedenfalls kein guter Geschäftsmann. Ich bin kein guter Verkäufer. Das weißt du doch. Der gute Diplom-Ingenieur ist manchmal ein Vielfaches mehr wert als der beste Verkäufer. Ich meine, du bist derartig versiert. Wer, wenn nicht du, wird diese Ausschreibung gewinnen? Und im Übrigen, mein lieber Alexander, es geht auch um das Ansehen der Firma. Was ist los? Jeder andere würde sich freuen. Das würde heißen, wir müssten die Hochzeit verschieben. Anna wird nicht begeistert sein. Anna ist erwachsen genug, um zu begreifen, wann und wo man welche Prioritäten zu setzen hat. Besonders, wenn man eine so große Firma wie diese hier leiten muss. Schließlich obliegt diese Aufgabe bald dir. Ich bin alt, Alexander. Nach eurer Hochzeit werde ich dir die Leitung der Firma übertragen. Und dein Sohn Philipp? Er ist noch zu jung. Du wirst die Firma so lange führen, bis Philipp mir beweist, dass er dazu in der Lage ist. Es gibt viel zu tun in Singapur. Und je eher du dort durchstartest, desto früher feiern wir hier eure Hochzeit. Morgen früh geht deine Maschine nach Singapur. Natürlich. Aber wart nur mal ab. Irgendwann, da habe ich auch mal wieder Glück. Damit könntest du sogar recht haben. Hier, meine Leute haben jemanden gefunden. Sie heißt Lilin, kommt aus China, hat Sprachen studiert, spricht einwandfrei Deutsch. Sie hat keine Arbeitserlaubnis und arbeitet illegal in einer Apotheke. Sie lebt bei ihrem Onkel, der ist Polizist im mittleren Dienst. Polizist? Das könnte aber schwierig werden. Aber der feine Herr Polizist weiß, dass sie illegal arbeitet. Und seine Vorgesetzten wären sicher gar nicht erfreut, wenn sie davon erfahren würden. Ich denke, damit kannst du deinen Vater in die Knie zwingen. Wenn wir an die Pläne kommen, ist die Firma Wellenbach am Ende.
Und wir sind reich. Sag mal, wie kannst du denn da nur zusagen? Du weißt doch, dass wir heiraten. Ich verdanke Arthur sehr viel. Er war immer wie ein Vater für mich. Ich kann ihn jetzt nicht hängen lassen. Das musst du verstehen. Kann sich denn Philipp nicht um diesen Auftrag bemühen? Arthur hat gesagt, er hat bis jetzt noch keinen einzigen nennenswerten Auftrag an Land gezogen. Wieso hackt ihr eigentlich alle auf ihn rum? Du kennst ihn doch gar nicht. Naja, was soll ich über jemanden denken, der nicht einmal zur Hochzeit der eigenen Schwester kommen will? Philipp konnte es Vater noch nie recht machen. Du glaubst gar nicht, wie oft er versucht hat, neue Wege zu gehen. Aber Vater hat ihm einfach nie vertraut. Anna, meine Erfindung, sie kann den gesamten Energiemarkt revolutionieren. Davon können viele Menschen profitieren. Abgesehen davon ist das verdammt wichtig für unsere Firma. Du, vielleicht sollten wir uns das alles noch mal ganz genau durch den Kopf gehen lassen. Wir verschieben doch nur den Termin beim Standesamt. Wo ist denn das Problem? Unsere Hochzeit ist doch kein Termin wie einer deiner Geschäftsessen. Du, aber wenn dir das alles so wenig wert ist, dann lassen wir es. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir nur noch nebeneinander herleben. Weißt du was? Es wird keine Hochzeit geben. Alexander, welcome to Singapore. Hallo. Na, wie war die Reise? Gut. Alles geklappt? Hallo, herzlich willkommen in Singapur. Hallo. Was war los? Ich dachte, du kommst früher. Du, ich habe mir noch ein bisschen die Stadt angesehen. Ist ganz schön feucht hier. Ja, es wird schon. Ruh dich erstmal aus, ich mach das. Komm. Fühl dich wie zu Hause. Es gehört alles dir. Ich habe übrigens mit Anna telefoniert. Ach ja? Wie geht's dir? Ganz gut. Das wird schon wieder. Anna war schon immer etwas impulsiv. Sie hat dir erzählt, dass... Hey, ich bin ihr Bruder. Also ich will nicht, dass eure Unstimmigkeit oder was auch immer hier in der Luft liegt. Unstimmigkeit ist vielleicht etwas übertrieben. Anna und ich, wir haben die Hochzeit verschoben. Ach, nur verschoben? Ich dachte, ihr hättet euch getrennt. Wie du schon sagst, sie ist sehr impulsiv. Das hat sie sicher so nicht gemeint. Und irgendwie verstehe ich ihren Ärger auch. Ich denke, ich mache uns beiden erstmal einen Drink, ja? Lan. Hey, wenn ich genug Geld gespart habe, darfst du auch auf die internationale Schule gehen. Okay? Vielleicht schon nächstes Jahr, hä? Jetzt wird erstmal gegessen. Tam hat gekocht, es gibt Suppe. Lecker, mhm. Komm. Lan, komm essen. Ah, hallo. Sie wünschen? Guten Tag, Wolfgang Jäger. Ich habe gehört, dass Sie sehr gut Deutsch sprechen. Sagen Sie, kennen Sie sich auch mit naturwissenschaftlichen Texten aus?
Ich verstehe natürlich diesen Text, aber eine Übersetzung ins Chinesische wird ein Weilchen dauern. Mhm. Was halten Sie von einer Anstellung bei der Firma Wellenbach? Tut mir leid, das ist völlig unmöglich. Oh, ich denke, es wird möglich sein. Melden Sie sich bei Philipp Wellenbach. Der Job ist gut bezahlt. Und bei uns brauchen Sie auch keine Arbeitserlaubnis. Mama! Ich überleg's mir. Morgen, pünktlich um 9 Uhr im Büro Wellenbach. So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder. Einen schönen Tag noch. Anna und ich, wir sind uns sehr ähnlich. Tatsächlich. Naja, ich kann sie ganz gut verstehen. Der Alte, der hatte doch immer nur die Firma im Kopf. Arthur hat Großartiges geleistet. Ich finde, das sollte man respektieren. Auf Arthur. Oder vielmehr seinen Nachfolger, Alexander. Er hat mit dir darüber gesprochen. Ja, sicher. Und es macht mir nichts, dass du der neue Geschäftsführer wirst. Also, ich will die Firma sowieso nicht. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Naja, das kann ich mir schon denken. Du musst ihn verstehen. Singapur ist ein Wachstumsmarkt, aber die Firma Wellenbach hat davon bisher noch nicht profitiert. Der Alte setzt erst auf neue Technologien, seitdem du für ihn arbeitest. Unsere Patente sind veraltet. Dabei liegt die Stärke der Europäer doch gerade in der Innovation. Der hätte das viel früher begreifen müssen. Klingt vielversprechend. Wir sollten uns besser vertragen. Ab morgen wartet jede Menge Arbeit auf uns. Cheers. Was wirst du jetzt tun? Ich habe sowieso keine andere Wahl. Dieser Jäger. Er weiß, dass ich keine Arbeitserlaubnis habe. Er erpresst mich. Ist doch merkwürdig. Ich verstehe das nicht. Wieso weiß der so viel über dich? Ich sag dir, da steckt mehr dahinter. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wer sorgt dann für Lan? Mach dir keine Sorgen. Bei mir ist sie in guten Händen. Guten Morgen. Guten Morgen, Anna. Hast du schon gefrühstückt? Keine Zeit. Ich habe in einer halben Stunde einen Vortrag. Wie geht's, Alexander? Weiß ich doch nicht. Ach. Erst Hochzeitspläne und schon in der Krise. Was? Aber das ist unsere Sache. Ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und wohin, bitteschön, soll dich da führen? Zu einer Professur? Warum denn nicht? Hätte mich Professor Behrens sonst an seinen Lehrstuhl gerufen? Du hast die Stelle, weil Professor Behrens mein Freund ist. Sag mal, Anna, was passiert im Moment mit dir? Du wolltest doch mal Ärztin werden, um den Menschen zu helfen. Und jetzt isolierst du dich förmlich. Du vergräbst dich in deinen Studien. Ist das dein Weg? Ich kann den Menschen in der Forschung mehr helfen. Du hilfst Behrens. Er erntet die Lorbeeren. Du nicht. Papa, ich könnte doch jederzeit in der Klinik arbeiten. Aber du tust es nicht. Sonst wird höchste Zeit. Beeil dich, sonst verpasst du noch deinen Vortrag. Manchmal beneide ich Philipp darum, weit weg von dir zu sein. Darf ich dich jeden Tag besuchen kommen? Ich fürchte, das geht nicht. Zumindest nicht am Anfang. Aber weißt du was? Tam wird für dich da sein, okay? Hm? Aha. Mama, was hast du denn? Geht's dir nicht gut? Doch. Ich, bin wohl zu schnell aufgestanden. Bleib hier, ich hol dir Wasser. Oh. Lan! Dankeschön. Macht nichts. Tut mir wirklich leid. Macht wirklich nichts. Ein
Entschuldigen Sie bitte. Das macht nichts. Danke für Ihr Verständnis. Na los, wir haben es eilig. Was ist denn so lustig? Die Langnase war nett, oder? Danke. Bitte. Europäer sind keine Langnasen. Doch, sie sind Langnasen. Das weiß doch jeder. Ich bin gespannt, ob er Alexander die Firma auch noch gibt, wenn er auf der ganzen Linie versagt. Er macht immer um die Pläne keine Sorgen. Die kriege ich schon so oder so. Ja, es kann eigentlich gar nichts schief gehen, Wolfgang. Guten Tag, Alexander. Alles klar. Ich möchte zu Herrn Mellenbach. Wir telefonieren. Kommen Sie bitte. Alexander! Guten Morgen, komm rein! Na? Hallo. Wow. Schöner Ausblick, oder? Allerdings. Hier, der neue Arbeitsplatz. Mein alter Schreibtisch. Mach dir's bequem. Schön. Ich würde gerne mal einen Blick auf die Pläne werfen. Sicher. Kein Problem. Hast du die Daten auf dem USB-Stick? Nein, das ist nur der Schlüssel. Zur Sicherheit. Herr Wellenbach, hier ist Annelie Lin. Sie sagt, sie hätte einen Termin mit Ihnen. Bitten Sie sie herein. Soll ich lieber gehen? Das wäre schade. Ich möchte dir nämlich deine Assistentin vorstellen. Was? Ja, du brauchst einen Dolmetscher. Weil Chinesisch kannst du ja wohl nicht, oder? Hier lang. Hallo, Sie müssen Lilin sein. Mhm. Philipp Wellenbach. Guten Tag. Das ist ja ein Zufall. Moment, Sie kennen sich? Wir sind uns heute auf der Straße begegnet. Ja, also Lilin kann dir ja die Stadt zeigen und dich zu allen wichtigen Treffen begleiten. Glaub mir, ohne einen ortskundigen Guide bist du hier verloren. Alexander Bergmann. Lilin. Naja, also, am besten Sie machen Alexander erstmal mit den Gepflogenheiten der Geschäftswelt Singapurs vertraut. Gehen Sie mit ihm essen. Zeigen Sie ihm das beste Restaurant der Stadt. Vielen Bitte. Dank. Probieren Sie, das ist Saté. Das soll also das beste Restaurant der Stadt sein. Herr Wellenbach hat nach dem Besten gefragt, nicht nach dem Vornehmsten. Kosten Sie mal. Gibt es hier auch Gabeln? Ihre Geschäftspartner hier wären sehr beeindruckt, wenn Sie mit Stäbchen umgehen könnten. Sehen Sie? Sie bewegen nur das Vordere. Ja. So, versuchen Sie es. Sehen Sie, das Viertel hat einfach alles zu machen. Er verkauft Heilkräuter. Er sagt, er kann alles kurieren. Schön, nicht? Was kostet das? 10 Singapur-Dollar. Lilin, was ist das? Ah, das? Das ist ein chinesisches Theater. Ich nehme das Amulett. Hier, danke. Kommen Sie, es gibt noch viel zu sehen. Ja. Singapur ist ein kleiner Staat, der durch seine guten Serviceleistungen groß geworden ist. Gefällt's Ihnen? Ja. Ich habe noch nie so viele Menschen lächeln sehen. Hallo. Sie haben eine hübsche Tochter. Wie alt ist sie? 10.
Wir werden viel unterwegs sein. Wer kümmert sich dann um sie? Pam, sie ist wie eine Großmutter für sie. Hat sie keinen Vater? Er ist tot. Ach, Herr Bergmann, es wird keine Probleme mit der Arbeit geben. Und bitte, erzählen Sie niemandem von meiner Tochter. Aber nur unter einer Bedingung. Bis zum ersten Geschäftsessen müssen Sie mir beibringen, perfekt mit Stäbchen zu essen. Kommen Sie. Hey, hallo Anna. Wie geht's dir? Gut. Du sag mal, ist Alexander da? Er ist unterwegs. Ist alles in Ordnung bei euch? Ich meine, er hat sich bis jetzt noch gar nicht gemeldet. Es geht ihm ganz gut. Er bemüht sich sehr um den Auftrag. Hat er mal nach mir gefragt? Wieso? Vermisst du ihn? Also hör zu, wenn ihm irgendetwas an einer Aussprache liegt, dann hätte er dich angerufen, oder? Kannst du ihm bitte sagen, dass ich angerufen habe? Ja, klar. Das mache ich. Gut. Tschüss. Ciao. Wie ist es in der hiesigen Geschäftswelt bei Präsentationen? Sachlich trocken oder eher locker? Sie machen sich zu viele Gedanken, Herr Bergmann. Seien Sie einfach Sie selbst. Lächeln könnte nicht schaden. Aha. So? So überreichen Sie die Karte. Mit zwei Händen. Aha. Meine Karte, hier. Meine Karte. Sehr freundlich, danke. Wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen das gerne veranschaulichen. Wir haben jedes Risiko minimiert. Sprechen wir erst über die Anbauflächen. Wir denken da auch an die Nachbarländer. Anna, kommst du essen? Ich habe keinen Hunger. Du willst nach Singapur, weil dich die Arbeit dort in einem Krankenhaus interessiert? Ich könnte endlich praktische Erfahrungen sammeln. Ich verstehe. Und mit Alexander hat das zufällig gar nichts zu tun? Soviel ich weiß, habt ihr seit über einer Woche nicht mehr miteinander telefoniert. Er hätte mich ja auch mal anrufen können. Was? Er könnte mich ja auch mal anrufen. Verstehe. Ich höre mich mal um. Ich glaube, Behrens hat Verbindung nach Singapur. Ich schaffe das allein. Danke fürs Mitnehmen. Ist doch nicht der Rede wert. Übrigens, Sie haben Ihre Sache heute sehr gut gemacht. Ich habe was für Sie. Das ist doch die Figur von dem Stand. Ihr Geburtsjahr ist das Jahr des Drachen. Was bedeutet das? Menschen im Zeichen des Drachen sind für gewöhnlich großherzig, zielstrebig und zuverlässig. Das Problem ist, dass ihnen manchmal der eigene Ehrgeiz im Weg steht. Und sie dann mit Scheuklappen durchs Leben laufen und gar nicht mehr mitkriegen, was alles geschieht um sie herum. Chinesisches Horoskop, wissen Sie was? Ich glaube nicht wirklich dran. Bis morgen um 8. Es läuft besser, als ich dachte. Alexander hat nur noch Lilin im Kopf. Die Zeit drängt. Er hat sich schon mit Mitgliedern des Vergabeausschusses getroffen. Wir brauchen die Pläne. Weiß jemand, dass du hinter Feng Tao Industries steckst? Unmöglich. Offiziell hat Feng Tao zwei chinesische Geschäftsführer. Unsere Namen tauchen nirgendwo auf. Und unser Anteil wird über Schweizer Nummernkonten abgewickelt. Was ist, wenn irgendetwas passiert? Wenn uns jemand nachweist, dass wir die Pläne kopiert haben? Du wolltest das Lebenswerk deines Vaters zerstören. Dafür musst du gewisse Risiken eingehen.
Ich habe dich mit diesem Deutschen gesehen. Ich dachte, du wüsstest davon. Ich arbeite für Herrn Bergmann. Heute war ein Wolfgang Jäger bei mir. Er weiß, dass du keine Arbeitserlaubnis hast und illegal in der Apotheke arbeitest. Was will er von uns? Bergmann ist nicht der, für den er sich ausgibt. Er hat einer hiesigen Firma ein Patent gestohlen und es leicht verändert. Er will, dass es so aussieht, als sei es seine Erfindung. Das glaube ich nicht. Wir können uns viel Ärger ersparen, aber nur unter einer Bedingung. Jäger verlangt, dass du ihm Informationen beschaffst. Und zwar, was genau Bergmann an diesem Patent verändert hat. Er hat die Daten auf einem USB-Stick verschlüsselt. Diese Daten wirst du jetzt besorgen. Mit diesem Gerät hier wirst du diesen Stick kopieren. Eine Software entschlüsselt dann die Daten. Ihr wollt, dass ich Herrn Bergmann bestehle? Kommt nicht in Frage. Schon vergessen? Als du aus China geflohen bist, habe ich dich hier aufgenommen. Wer hat dich beschützt? Wer hat dich vor deinem Mann versteckt? Versteh doch, es geht nicht nur um meine und deine Zukunft. Es geht auch um die deiner Tochter. Wenn du nicht tust, was Jäger verlangt, wirst du uns alle ins Verderben stürzen. Wenn wir den Zuschlag von der Regierung bekommen, dann ist die Firma saniert. Ja. Bist du eigentlich mit Lilin zufrieden? Zufrieden? Sie ist einzigartig. Intelligent, hat ein unglaubliches Allgemeinwissen. Hier in Asien ist alles anders. Du darfst die Menschen nicht unterschätzen. Sie haben andere Werte als wir im Westen. Das Gleiche hat auch Lilin gesagt. Sie scheint dir einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen zu haben. Du gefällst ihr übrigens auch. Was? Ich habe ihre Blicke gesehen. Komm schon, Alexander. Das kannst du doch nicht übersehen haben. Bist ein freier Mann? Und deine Schwester? Anna ist nicht der Typ, der eine einmal getroffene Entscheidung revidiert. Sie hat ja noch nicht mal angerufen. Hast du sie denn angerufen? Sorg dich nicht um Lan. Ich passe schon auf sie auf. Sie kann sich sehr gut selbst beschäftigen. Was ist? Dich bedrückt doch was. Alexander Bergmann ist sehr sympathisch. Er ist zufrieden mit mir. Das ist doch wunderbar. Verschweigst du etwas? Lou und ich werden erpresst. Sie sagen, Bergmann hat ein Patent gestohlen. Ich soll helfen, es ihm abzunehmen. Der Herr aus Deutschland soll ein Dieb sein? Ja, möglich ist alles. Wenn ich nicht tue, was Sie sagen, verliert Onkel Lou seinen Job. Und Lan und ich müssen wieder zurück nach China. Hör auf dein Herz. Einen anderen oder besseren Rat kann ich dir nicht geben. Guten Morgen, Len. Morgen. Ich dachte, ich hole sie ab. Wir haben heute keine Zeit zu verlieren. Wohin fahren wir denn? Ich möchte mir Reisfelder für die Testversuche ansehen. Verbunden mit einem kleinen Ausflug ins Grüne. Sagen Sie, Sie kennen sich hier doch gut aus, oder? Ja. Gut. Wie lange haben Sie an Ihrer Erfindung gearbeitet? 2 Jahre. Aber eigentlich beschäftige ich mich mit der Entwicklung von alternativen Energiequellen schon seit meiner Studienzeit.
Was ist daran das Besondere? Ich habe einen Weg gefunden, Kraftstoff aus Reis zu gewinnen. Und zwar rentabel. Dieser Technologie gehört die Zukunft. Und Ihre Mitbewerber? Sie haben bei dieser Ausschreibung doch Konkurrenten. Das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine hiesige Firma Ähnliches entwickelt. Und das Beste ist, niemand weiß, was Wellenbach im Petto hat. Deutsche Qualitätsarbeit. Mist. Deutsche Qualitätsarbeit, hm? Ich fürchte, aus unserem Ausflug wird heute nichts mehr. Das ist natürlich sehr hart für einen Drachen. Drachen mögen es nicht, wenn man ihnen die Flügel stutzt. Manchmal ist man gezwungen, das zu tun, was man nicht tun will. Ich warte noch immer auf die Lieferung. Die Entscheidung des Komitees steht an. Die Zeit wird knapp. Ich habe mit Dillin gesprochen. Und? Wird sie es tun? Sie lassen uns keine andere Wahl. Sorgen Sie dafür, dass sie die Pläne liefert. In Ihrem eigenen Interesse. Ist nur eine Kleinigkeit. Wie lange brauchen Sie noch? Nur noch ein paar Minuten. Danke. Der Wagen ist in einer halben Stunde fertig. Gut. Ich kann dir sagen, wie viel du hast. Ich kann dir sagen, wie viel du hast. Ich kann dir sagen, wie viel du hast. 走啊！走啊！Lilin， Lilin。 Sie war unglücklich. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Es ist Ihnen ähnlich ergangen. Er war ein sehr attraktiver Mann. Meine Eltern haben ihn auch gemocht. Er war sehr einflussreich. Aber er hielt nichts von meiner westlichen Erziehung. Eine Zeit lang redete ich mir ein, dass ich es ertragen könnte. Aber dann kam Lan zur Welt. Er wollte sie nach alter Tradition erziehen. Das wollte ich ihr ersparen. Ihr Mann ist also gar nicht verstorben. Vielleicht hat es Lan in China gut gefallen. Er war sehr reich. Vielleicht bin ich eine miserable Mutter. Nein! Sie sind eine großartige Mutter. Lan liebt sie. Das sieht jeder. Und wenn ich ehrlich bin, ich bewundere Ihren Mut. Hey, wie wär's? Begleiten Sie mich heute Abend auf einen Empfang. Sagen Sie ja. Wenn Ihnen so viel daran liegt. Allerdings.
sind nur noch wenige Tage bis zur Präsentation von Fengtao Industries vor dem Ausschuss. Und wir haben immer noch nichts. Es wird nicht einfach werden. Li Lin ist eine sehr intelligente und integre Frau. Unsinn. Sie ist eine Mutter, die ihr Kind liebt. Das macht sie berechenbar. Und manipulierbar. Ah. Oh, Herr Jäger, eine ganz wundervolle Party. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und bitte grüßen Sie mir Ihre kranke Mutter. Irgendwie tut mir Alexander leid. Er ist ein netter Kerl. Jetzt wird man nicht sentimental. Das steht ja nicht. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Philipp! Alexander! Ich möchte dir Wolfgang Jäger vorstellen. Einen der einflussreichsten Geschäftsleute hier in Singapur. Alexander Bergmann. Das ist meine Assistentin Li Lin. Sehr erfreut. Herr Bergmann, es freut mich, dass Sie meine Einladung Folge leisten konnten. Wie ich höre, sind Sie auch ein Bewerber für den Regierungsauftrag? Ja, das stimmt. Na, dann ist das hier die ideale Gelegenheit, um ein paar wertvolle Kontakte zu machen. Auf Ihren beruflichen Erfolg. Dankeschön. Würden Sie mich bitte entschuldigen? Da haben Sie sich ja einiges vorgenommen. Immerhin ist der Energiesektor... Entschuldigen Sie mich bitte. Der gute Alexander. Er hat nur noch Augen für Li Lin. Es läuft besser, als ich dachte. Alles klar? Ja, alles in Ordnung. Wollen wir tanzen?
Ich habe mir Sorgen gemacht. Wo kommst du jetzt her? Ich war auf dem Empfang. Was denn, bis jetzt? Alexander, Herr Bergmann und ich... Ach so. So eng seid ihr also schon befreundet. Jetzt ist ein kühler Kopf gefragt. Du solltest auch an Land denken. Hast du die Daten kopiert? Ich wurde schon wieder danach gefragt. Ich kann's nicht. Alexander ist kein Dieb. Es ist seine Erfindung. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe die Pläne gesehen. Du weißt nicht, was du da redest, Lilin. Ich will doch nur das Beste für dich und für Lam. Du musst tun, was diese Leute von dir verlangen. Nein, das mache ich nicht. Es ist Unrecht. Furchtbar leid. Was ist denn? Wo ist Lan? Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Erst war sie da und plötzlich war sie verschwunden. Ich habe überall gesucht. Und sie nicht gefunden. Ich rufe die Polizei. Mama! Mama! Sieh mal, was ich hier habe. Lan. Das habe ich geschenkt bekommen. Die Kleine hat sich wohl verlaufen. Tja, dann ist ja jetzt alles wieder in Ordnung. Sie sollten besser auf Ihre Tochter aufpassen. Heutzutage passiert ja so viel. Schönen Tag noch. Sag mal, wo wart ihr eigentlich gestern noch? Hab dich gar nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt. Ach komm schon, es muss dir doch nicht unangenehm sein. Lilin ist eine sehr attraktive Frau. Entschuldigung, Herr Wellenbach. Tut mir leid. Ich bin spät dran. Wir haben gerade über Sie gesprochen. Gut, dann machen wir uns gleich auf den Weg. Viel Erfolg. Lilin, ich möchte ehrlich zu dir sein. Philipp. Ist der Bruder der Frau, die ich vor ein paar Tagen noch heiraten wollte. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich denken soll. Ich weiß nur eins. Was ist mit deiner Verlobten? Wir kennen uns eine Ewigkeit. Seit unserer Jugend. Ich war mir so sicher. Aber wir beide haben wohl erkannt, dass es nicht die große Liebe ist. Ihr seid nicht mehr zusammen. Ich glaube nicht. Wir haben in 15 Minuten ein Meeting. Das sind die idealen Standorte für den Reisanbau. Zwei Anbaugebiete in Thailand und im Norden Malaysias. Dazu kommen natürlich die riesigen Anbauflächen in Indonesien. Dadurch, dass die Importe so günstig sind, binden wir den gesamten südostasiatischen Raum mit ein. Es wäre für uns kein Problem, diese Mengen an Reis zu importieren. Vorausgesetzt natürlich, Sie erhalten den Zuschlag. Das ist nur noch eine Formsache. Also sind wir uns einig? Gut. Vielen Dank. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Übrigens, das sind Ihre Kopien. Danke. Bitte. Begleite sie noch hinaus. Das macht man bei uns in Deutschland auch so. Kommst du nicht mit? Nein. Es ist respektvoller, wenn nur du sie hinausführst. Darf ich sie rausbegleiten? Wie
Wir finden Ihre Pläne hochinteressant. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was wäre ich nur ohne dich? Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich dir nichts von meiner Verlobten erzählt hätte. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Ist schon in Ordnung. Du hast das einzig Richtige getan. Ja? Ha! Sehr gut. Ich habe ja schon gar nicht mehr dran geglaubt. Klasse. Ich rufe dich zurück. Alexander, alles in Ordnung? Ich habe Lilin von Anna erzählt. Du hast was? Ich kann ihr sowas nicht verschweigen. Was hat sie gesagt? Nichts, sie redet nicht darüber. Sie ist eine Asiatin. Also wenn du mich fragst, vergiss sie. Alexander, komm zur Vernunft. Halt dich mal besser an Anna. Ich bin's, Anna. Wenn du diese Nachricht abhörst, dann sag doch bitte Alexander Bescheid, dass ich morgen nach Singapur komme. Meine Maschine landet Ortszeit 12 Uhr. Ach, und noch was, es gibt Neuigkeiten. Ich habe eine befristete Stelle im Krankenhaus. Aber sag Alexander noch nichts davon, ich würde es ihm ganz gern selbst sagen, ja? Okay, ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Nachricht gelöscht. Mein Name ist Alexander Bergmann. Wissen Sie vielleicht, wo Lilin ist? Ach, Sie und Ihre Tochter Lan sind weggefahren. Ich glaube, in einer Familienangelegenheit. Können Sie mich vielleicht anrufen, wenn Sie von ihr hören? Ja, sicher. Mache ich gern. Und sagen Sie ihr... Nichts. Ach doch... Sagen Sie ihr, ich liebe Sie. Geweint. Ja, ich hab den Job verloren. Aber Herr Bergmann war doch so nett. Ja, das war er. Darf ich denn nicht auf die internationale Schule gehen? Doch, hör gut zu. Ich verspreche es dir. Eines Tages gehst du auf die internationale Schule. Einverstanden? In 3 Tagen kennen wir den Gewinner der Ausschreibung.
Du hast dein Bestes getan, Alexander. Danach kannst du wieder heim, nach Deutschland. Ich kümmere mich dann um alles Weitere. Aber natürlich nur, wenn du damit einverstanden bist. Das ist vielleicht das Beste. Anna! Schwesterherz! Wo kommst du denn her? Habt ihr denn meine Nachricht auf dem Anrufbeantworter gar nicht bekommen? Nein. Naja, ich lasse euch mal besser alleine. Hm? Ich dachte, du freust dich. Schön, dass du da bist. Du, stell dir vor, ich habe eine Stelle hier im Krankenhaus bekommen. Zwar nur für einen Monat, aber ich kann endlich praktische Erfahrung sammeln. Das ist ja wunderbar. Und deine Forschung? Alle paar Monate ein Pflichtpapier für den Lehrstuhl schreiben, damit die Forschungsgelder fließen? Weißt du, ich habe mir klargemacht, dass es um Menschen geht. Das Leben ist kein Labor. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar, das weiß ich jetzt. Das freut mich sehr für dich. Naja, und außerdem wollte ich gerne bei dir sein. Ich habe es vermisst, mit dir zu reden. Ich hatte mich damit abgefunden. Und jetzt? Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich dich nicht mehr sehen will. Alexander, wir haben uns gestritten, ja gut, aber ich meine, du kennst mich doch. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Aber weißt du, ich war so wütend und dann... Vielleicht hattest du recht. Anna, du bist eine wunderbare Frau. Aber vielleicht haben wir uns beide schon viel zu lange etwas vorgemacht. Vielleicht ist es besser, wenn... Weißt du, ich habe mir klargemacht, dass ich das, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben, nicht einfach so wegwerfen möchte. Das ist mir auch sehr viel wert. Glaub mir, aber... Seitdem ich hier bin, beschäftigt mich die Frage, ob ich dich jemals wirklich geliebt habe. Wir waren immer die besten Freunde. Vielleicht sollte das so bleiben. Soll ich dich nicht begleiten? Ich bin ganz schön nervös. Danke, dass du mich gebracht hast. Guten Tag. Mein Name ist Wellenbach. Anna Wellenbach? Dr. Zoom? Ich heiße Sie Zen. Ich bin seine Assistentin. Zunächst herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, Sie bei uns zu haben. Ja, es freut mich auch, hier zu sein. Soll ich Ihnen zeigen, wo Sie in Zukunft arbeiten? Und wenn Sie wollen, können Sie gleich anfangen. Hast du alles für die Einreichung fertig? Ich gebe die Unterlagen gleich persönlich ab. Sicher ist sicher. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ja, wegen Anna. Jetzt, wo sie wieder da ist. Sie scheint dich ja wieder ins rechte Lot gebracht zu haben. Hm? Naja. Lilin wird wohl eingesehen haben, dass eure kleine Affäre nichts zu bedeuten hatte. Weiß eigentlich Anna davon? Vorsicht, gell? Anna ist wie ihr Vater. Sie will dich besitzen. Wenn ihr irgendwas nicht in den Kram passt, dann... Naja, sie hat dir ja schon mal den Laufpass gegeben. Man muss sie nehmen, wie sie ist. Mit Lilian habe ich völlig vergessen, weshalb ich hier bin. Lass das mal nicht den Alten hören, du. Sonst kannst du das mit der Geschäftsführung vergessen. Gehen wir weiter. Hallo, Lilian. Hallo. Das ist die neue Ärztin. Hallo. Guten Tag.
das Ihre Tochter? Ja. Hallo, ich bin Anna. Und wie heißt du? Lan. Ist aber ein besonders schöner Drache. Der bringt Glück. Ich will, dass meine Mama bald wieder gesund ist. Na, bei dem schönen Drachen, da wird deine Mama bestimmt ganz schnell wieder gesund. Wirklich? Dann schenke ich es dir. Danke. Brauchst du noch mehr Papier? Isen gibt dir sicher gern noch welches. Mhm. Komm. Bis nachher. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Frau Doktor? Liegen die Ergebnisse vor? Ja, aber wir haben die Ursache für Ihre Schwächeanfälle noch nicht gefunden. Dann sind jetzt alle Unstimmigkeiten beseitigt. Haben Sie keine Sorge. Der Regierungsauftrag ist uns. Es wird alles klar. Sie kennen Ihre Aufgabe. Lass uns gehen. Danke. Bitte. Na, du hast es ja gut. Sag mal, wo ist denn Alexander? Er ist unterwegs. Er reicht gerade die Unterlagen für die Ausschreibung ein. Die waren dann erster Tag in der Klinik. Gut. Schau mal, was ich von einem kleinen Mädchen geschenkt bekommen habe. Hübsch, nicht? Wir vermuten, dass die Mutter Leukämie hat. Ich habe in ihren Akten gelesen, dass sie niemanden weiter hat. Viele Chinesinnen ziehen ihre Kinder allein groß. Es gibt Tanten, Onkel, die halten alle zusammen. Und was ist, wenn nicht? Warum so trübe Gedanken? Sag mal, Alexander ist so verändert, seitdem er hier ist. Naja, vielleicht ist es ja auch nur die Anspannung der letzten Tage. Und die Ausschreibung. Keine Sorge. Ich denke, er weiß sich schon zu entspannen. Wie meinst du das? Komm, ich kenne dein suffisantes Lächeln. Ich will ja nichts sagen, aber in letzter Zeit hat man ihn häufig mit einer jungen Chinesin gesehen. Was würde Arthur dazu sagen? Er hält doch so große Stücke auf ihn. Arthur, ich bin's, Alexander. Wie läuft's? Soweit, so gut. Aber wieso ich anrufe, kennst du einen Wolfgang Jäger? Jäger? Natürlich kenne ich Jäger. Er war mit Philipp auf einem Empfang. Die beiden sind anscheinend sehr gut befreundet. Befreundet? Arthur. Dieser Jäger kommt mir nicht ganz koscher vor. Ich habe ihn mit den Mitgliedern des Vergabeausschusses gesehen. Jäger ist ein ganz ausgefuchster Bursche. Der hat seine Finger überall drin. Soll ich der Sache nachgehen und vielleicht mit Philipp darüber sprechen? Nein. Auf keinen Fall wirst du mit Philipp darüber reden. Noch mit irgendjemandem sonst. Ich gehe der Sache von hier aus nach. Gib Anna einen Kuss von mir, ja? Guten Abend, Alexander. Anna. Was machst du denn im Dunkeln? Wie war dein erster Tag? Anstrengend. Ist alles noch sehr neu hier? Keine Sorge. Man lebt sich hier schnell ein. In ein paar Tagen fühlst du dich wie zu Hause. Weißt du, ich bin eigentlich hierher gekommen, weil ich gehofft habe, dass wir beide noch mal von vorne anfangen können. Aber ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Was ist denn? Es gibt da eine neue Frau in deinem Leben. Anna, es tut mir leid. Ich hätte es dir erzählen sollen. Aber bitte glaub mir, ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Liebst du sie oder war es nur eine Affäre? Ich habe ihr von dir erzählt. Und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Danach habe ich dich nicht gefragt.
Für sie war es vielleicht nur eine Affäre. Aber... ja, ich habe mich in sie verliebt. Wie hast du sie kennengelernt? Sie hat für mich gearbeitet, als Assistentin. Aber eigentlich haben wir uns auf der Straße kennengelernt. Ihre Tochter hat mich fast umgerannt. Sie hat ein Kind? Ja, Lan. Sie ist 10 Jahre alt. Lilin muss sie alleine großziehen. Lass mich bitte allein, ja? Ich mache mir große Sorgen um Lan. Wissen Sie, Tam kümmert sich wirklich rührend um sie, aber was ist, wenn ich nicht mehr für sie da sein kann? Solange die Untersuchungsergebnisse nicht vorliegen, sollten Sie so etwas gar nicht denken. Es gab schon 2 Fälle von Leukämie in meiner Familie. Sehen Sie, ich habe das schon viel zu lange verdrängt. Selbst wenn es so wäre, Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Ich meine, heutzutage gibt es gute Behandlungsmethoden. Man kann sich nicht gegen sein Schicksal stemmen, verstehen Sie? Ich hab's versucht. Sie meinen, es war ein Fehler, Ihren Mann zu verlassen? Nein. Ich wollte nicht, dass Lan bei ihm in China aufwächst. Außerdem hab ich ihn nicht geliebt. Noch nicht einmal am Anfang? Ich hatte lange geglaubt, dass das Liebe gewesen ist, aber ich weiß erst jetzt, was Liebe ist. Das heißt, Sie haben Ihre Liebe gefunden? Ja. Er kommt aus Deutschland, wie Sie. Am meisten vermisse ich sein Lächeln. Was ist denn passiert? Er hat eine andere Frau. Und liebt er sie? Spielt das noch eine Rolle? Es ist vorbei. Das heißt, Sie haben ihn kampflos aufgegeben? Es war eine besondere Situation. Ich hätte mich entscheiden müssen zwischen ihm und meiner Tochter. Er wollte keine Kinder. Nein, so war es nicht. Es lag ganz und gar nicht an ihm. Und Sie, lieben Sie ihn? Ja. Ich habe mich bei der Internationalen Industrie- und Handelskammer schlau gemacht. Hinter den 3 Firmen, die uns in den letzten 2 Jahren wichtige Aufträge gekostet haben, steckt Wolfgang Jäger. Wenn ich mich recht erinnere, haben die ähnliche Produkte kostengünstiger angeboten. Ja, ist auffällig. Wenn es um einfache Produkte ginge, würde ich es ja noch verstehen. Im asiatischen Raum ist die Arbeitskraft nun mal billiger. Aber für Hightech? Woher hatten die unser Know-how? Haben Sie schon mit Ihrem Sohn darüber gesprochen? Philipp. Herr Wellenbach? Herr Wellenbach? Hallo? Nein, Anna ist im Krankenhaus. Was ist passiert? Da ist ein dringender Anruf für Wo? Sie. Dort. Wellenbach? Alexander? Ich konnte mich nicht von ihm verabschieden.
Ja? Alles gut? Was ist los? Habt ihr euch gestritten? Philipp. Arthur ist tot. Er hat einen Herzinfarkt. Was? Ja, mein lieber Alexander. Gratuliere. Jetzt kannst du ja endlich den Chef spielen. Das wolltest du doch immer. Philipp! Tür auf. Darf ich reinkommen? Ich bin nicht in der Stimmung. Ich weiß, aber wir haben eine ganze Menge zu besprechen. Für mich gibt's auch nichts zu besprechen. Komm, reiß dich zusammen. Kannst dir gehen, wenn es dir nicht passt. Philipp, unser Vater ist tot. Ja, tot. Zu viel Arbeit für einen Mann in seinem Alter. Die Firma fordert ihren Tribut. Er hat für sie gelebt und jetzt ist er für sie gestorben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich ihn in die Hölle gewünscht habe. Manche Wünsche gehen doch in Erfüllung. Geht's dir jetzt besser? Vater hatte recht, du bist einer einfach nicht würdig. Der feine Herr Papa und der missratene Sohn. Bist du wirklich so naiv zu glauben, dass Vater ein Heiliger war? Aber was hat er dir denn getan, dass du ihn so sehr hasst? Er hat unsere Mutter auf dem Gewissen. Er hat sie umgebracht. Was redest du denn da? Es war kein gewöhnlicher Autounfall. An jedem Abend hat Mutter erfahren, dass er sie jahrelang betrogen hat. Ich habe den Streit mitbekommen. Jedes Wort. Du warst damals noch ein Baby. Sie lief weinend aus dem Haus. Ich bin ihr hinterhergelaufen. Sie nahm mich tröstend in die Arme. Sie wollte uns natürlich nicht die Wahrheit. Sie wollte mir die Wahrheit ersparen. Das war damals die letzte Umarmung. Das allerletzte Mal. Sie hat den entgegenkommenden Magen nicht gesehen, weil sie so durcheinander war. Ich vermisse sie so. Ich vermisse sie so immer noch. Und er ist schuld.
Anna, willst du lieber allein sein? Ich hätte nie hierher kommen sollen. Nein. Wir beide gehen nur unseren Weg. Du bedeutest mir immer noch sehr viel. Ich will, dass du das weißt. Für dich. Danke. Guten Morgen, Lilin. Oh, guten Morgen. Warum packen Sie? Na ja, ich fühle mich schon viel besser. Ich muss auch gleich los. Meine Tochter wartet. Ich muss zurück nach Deutschland. Mein Vater ist gestorben. Das ist ja schrecklich. Herzliches Beileid. Lilin? Ich muss Ihnen noch was sagen. Sie müssen mir versprechen, dass Sie sich täglich untersuchen lassen, bis die Ergebnisse vorliegen. Ja, ist gut versprochen. Was ist? Suchst du jemanden? Philipp. Ich habe bei der Einreichung Jäger mit den Mitgliedern des Vergabeausschusses gesehen. Kannst du das erklären? Der kennt doch jeden hier. Philipp. Stimmt es, dass du nicht zur Beerdigung von Arthur fährst? Was soll ich da? Er ist dein Vater. Tja, was ist mit dir? War auch sowas wie ein Vater für dich? Diese Ausschreibung, das war sein Wunsch. Und den werde ich ihm erfüllen. Er ist tot. Du brauchst nicht mehr den braven Sohn zu spielen. Philipp, es mag dich vielleicht überraschen, aber dein Vater hat immer an dich geglaubt. Es stimmt, dass er mir die Geschäfte übertragen wollte. Aber nur so lange, bis du dich ihm wieder zuwendest. Und das soll ich dir glauben? Ich denke, du sollst die Firma bekommen, wenn du Anna heiratest. Das stand nie zur Debatte. Schau, ich weiß nicht, was zwischen dir und Arthur vorgefallen ist. Aber eins darfst du mir glauben. Er hat dich geliebt. Sogar sehr. Das sind Lilins Ergebnisse. Das interessiert sie sicher. Ja. Gestatten Sie mir vorweg eine Bemerkung. Ich möchte allen hier Anwesenden für ihre herausragende Arbeit und ihr beispielloses Engagement für unser Land danken. Es ist mir eine große Freude, nun den Gewinner der Ausschreibung bekannt zu geben. Der Auftrag für die Errichtung eines neuen Kraftwerkes geht an die Firma Fengtao Industries. Meinen Glückwunsch.
Auch an Sie. Feng Tao ist ein junges Unternehmen, das hier ansässig ist und sich selbst gegen renommierte ausländische Konkurrenten durchsetzen konnte. Entschuldigen Sie, das sind meine Pläne. Wo haben Sie diese Pläne? Für wen arbeiten Sie? Jäger? Sie müssen sich täuschen. Ich habe Sie doch mit ihm gesehen. Und Sie auch. Das sind meine Entwürfe. Es handelt sich sicher um eine Verwechslung. Verwechslung? Ich erkenne meine Arbeit von 2 Jahren. Das ist meine Arbeit. Schluss jetzt, hinaus. Augenblick, ich habe die Pläne gestohlen. Das sind die Pläne von Herrn Bergmann. Ich habe sie gestohlen. Es tut mir leid. Diese Frau lügt. Sie ist eine Mitarbeiterin von Ihnen. Es stimmt. Sie sagt die Wahrheit. Es war von Anfang an so geplant. Lilin, sie war nur eine Schachfigur in einem Spiel. Und du auch, Alexander. Es tut mir leid. Wir sind aufgeflogen. Philipp hat uns verraten. Hören Sie, Jäger. Befolgen Sie meinen Rat. Verlassen Sie so schnell wie möglich das Land. Beeilen Sie sich. Verschwinden Sie. Ich muss Ihnen etwas beichten. Ich hätte es Ihnen eigentlich schon viel früher sagen müssen. Alexander und ich war seine Verlobte. Aber seitdem ich hier bin, da ist mir ganz schnell klar geworden, dass sein Herz Ihnen gehört. Wie geht's dir? Es ist nichts weiter. Nur eine kleine Kreislaufschwäche. Alexander, es tut mir unendlich leid, dass ich deinen Traum zerstört habe. Das hast du nicht. Wir haben den Auftrag. Es war sehr mutig von dir, dort aufzutauchen. Lilin darf nicht lange draußen bleiben, aber sie ist ja jetzt in guten Händen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Hast du mir die ganze Zeit was vorgespielt, nur um an den Schlüssel zu kommen? Nein. Jäger wollte mir Lan wegnehmen, wenn ich nicht auf seine Forderungen eingehe. Und warum bist du dann einfach so verschwunden? Weil ich dir nicht mehr in die Augen sehen konnte. Du musst an der Schnur ziehen, damit er wieder steigt. Ja. Herr Bergmann, hier ist ein Brief für Sie. Danke. Ich lasse die Schnur jetzt los.
Lieber Alexander, Philipp und ich sind nun schon seit 6 Wochen hier und immer noch damit beschäftigt, Vaters Tod zu verarbeiten. Philipp braucht mich mehr denn je. Jäger hat gegen ihn ausgesagt. Doch wie es im Moment aussieht, kommt Philipp mit einer Bewährungsstrafe davon. Ich vermisse Vater sehr. Und ich verstehe jetzt besser, warum Philipp das alles getan hat. Er hat den Unfall unserer Mutter nie überwunden. Am liebsten wäre ich jetzt bei euch. Aber ich verstehe Lilins Wunsch mit dir, ihren letzten Weg zu gehen. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Ja, Schatz? Pass auf. Ich muss mich ausruhen. Lan hält mich ganz schön auf Trab. Soll ich dir einen Tee machen? Der Doktor sagt, es wäre besser, wenn ich morgen in die Klinik ginge. Und, Lan soll nicht dabei sein, wenn... Das wird sie nicht. Das verspreche ich dir. Du weinst ja, Tante Tam. Wieso? Ach, meine Kleine. Ich werde dich schrecklich vermissen. Ich werde dich auch vermissen. Aber jetzt habe ich eine neue Familie. Und ich kann auf eine gute Schule gehen. Du weißt ja, Mama hat sich das immer so sehr gewünscht. Und du kommst uns in Deutschland besuchen. Ja, ich verspreche es dir. Gute Herr Bergmann. Und Ihnen auch, Frau Wellenbach. Leben Sie wohl. Und passen
Passen Sie gut auf Lan auf. Mach's gut, meine Kleine. Auf Wiedersehen. Wie gern wäre Lilin beim ersten Schultag dabei gewesen.